Hallo ihr Lieben, in diesem Video habe ich hier den Kopfhörer S1 von Super EQ und ich bin schon sehr gespannt. Wir klären, was ist im Lieferumfang, wie ist die Verarbeitungsqualität, wie ist der Klang und für wen würde ich diesen Kopfhörer empfehlen. Alles das hier in diesem Video. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um die Welt der Technik. Die Firma Super EQ hat mich gebeten, hier mir diesen Kopfhörer mal anzuschauen und ich war tatsächlich sehr gespannt. Das Ergebnis ist tatsächlich sehr gut ausgefallen, das kann ich euch schon mal verraten. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich euch bitten, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert gerne den Kanal, weil dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich wieder neue Videos hochlade, die euch dann ja eventuell auch interessieren können. Der Kopfhörer kommt in einem Etui, in einem Lederetui, und da sind dann noch zwei Kabel dabei. Das ist einmal ein Ladekabel, das ist ein Micro-USB-Ladekabel und ein Klinkenstecker, ein Stereo-Klinkenstecker, damit ihr den Kopfhörer theoretisch auch in eine Klinkenbuchse tun könnt. Das müsst ihr aber nicht, denn dieser Kopfhörer kann auch über Bluetooth gekoppelt werden und dann könnt ihr halt komplett kabellos hören. Außerdem ist noch ein Adapter von zwei Mono-Ausgängen auf einen Stereo-Ausgang dabei. Falls ihr den für irgendwas braucht, dann ist er auf jeden Fall dabei. Ich selber habe das ehrlich gesagt noch nie gebraucht. In der Verpackung würde ich sagen, ist quasi alles, was man braucht, mehr aber auch nicht. Der Beutel, ich habe den mal hier, der ist schon ganz nett. Der ist schön weich auf jeden Fall, ist aber ein Kunstmaterial, das spürt man schon. Aber der ist gut verarbeitet und da kann man die Kopfhörer auf jeden Fall sehr gut drin transportieren. Kommen wir doch mal zur Qualität der Kopfhörer. Und da muss ich ehrlich sagen, als ich die ausgepackt habe, habe ich wirklich gedacht, wow, was für eine gute Haptik. Denn ich habe befürchtet bei der Preisklasse, dass der Kopfhörer sich billig anfühlt, dass der eventuell knarzt oder irgendwas. Aber ihr hört schon, hier, während ich das mache, natürlich, hier ist ein Scharnier. Aber knarzen tut da überhaupt nichts. Ich habe gedacht, vielleicht ist das billiges Kunststoff, wie auch immer. Und ich war richtig überrascht. Wir gehen das Ganze mal ab. Gleich zu Anfang vorne hier sieht man Super EQ auf dem Kopfhörer stehen. Und das ist so ein, das scheint Aluminium zu sein und das ist mattiert. Und an der Seite dann hier nochmal so geschliffen, hochglänzend geschliffen. Das sieht richtig gut aus. Der Kopfhörer selbst, ihr könnt das sehen, der sitzt hier so in dieser Aufhängung und ist leicht beweglich. Das finde ich ganz cool. Der ist also da nochmal aufgehängt. Und dieses Material, das scheint Kunststoff zu sein, ist aber wirklich sehr gut verarbeitet und geht dann über hier in so ein ganz weiches Material. Wenn das auf den Ohren liegt, dann ist das richtig angenehm. Innen könnt ihr nochmal sehen, links oder rechts, wie rum muss ich den Kopfhörer aufsetzen. Also die Muscheln, die Hörmuscheln sind schon mal sehr gut durchdacht. Die könnt ihr hier an dieser Stelle übrigens auch zusammenklappen. Dann hat der Kopfhörer nur noch diese Größe und auch das finde ich ganz praktisch. Und was ich tatsächlich noch befürchtet habe, ist, dass der Bügel eventuell nicht gut verarbeitet sein könnte, knarzen würde, wie gesagt. Und auch da, das ist einfach wirklich, das sieht aus wie aus einem Guss. Also ihr habt hier oben den schwarzen Kunststoff. Das ist Kunststoff, aber sehr, sehr gut verarbeitet. Und darunter, das ist so ein weiches Polster, so ein Luftpolster. Und das ist rot eingefärbt. Also auch dieser Kontrast schwarz zu rot passt hier sehr, sehr gut. Und das ist komplett aus einem Guss, wie es aussieht. Gefällt mir wirklich. Beweglich sind die Kopfhörer, wie gesagt, auch. Ihr habt hier die Möglichkeit, die auch nochmal rauszuziehen und auf eure Größe einzustellen. Und auch da seht ihr, das ist in der Innenseite Kunststoff, aber auf der Außenseite seht ihr Aluminium, nehme ich an, ist das. Auf jeden Fall eine Verstärkung durch Metall. Und auf die Weise hat er also auch in der Form eine sehr gute Haltbarkeit. Ihr könnt ihn auf eure Größe einstellen, setzt euch den auf die Ohren und der sitzt perfekt, hat hier oben sehr schönen Halt, also sitzt ganz angenehm oben auf dem Kopf und durch die weichen Ohrmuscheln, wie gesagt, auch da hat er erstmal sehr guten Sitz und ist sehr, sehr weich dabei. Finde ich richtig toll.
Kommen wir mal zur Technik. Wir haben hier einen Active Noise Cancelling Kopfhörer, der bis zu 40 Stunden die Batterie halten soll. Das hat er bei mir ehrlich gesagt nicht ganz getan. Das erzähle ich gleich nochmal, da komme ich gleich nochmal drauf. Ein Active Noise Cancelling Kopfhörer, wie gesagt, der bis zu 33 Dezibel rausfiltert. Und ich habe diesen Kopfhörer in der Straßenbahn aufgehabt und um mich rum waren halt lauter Leute. Und das war richtig angenehm, den zu tragen. Ihr könnt Musik locker hören, ohne dass ihr irgendwie abgelenkt werdet durch Umgebungsgeräusche. Das ist wirklich gut, das funktioniert richtig gut. Das funktioniert übrigens mit vier Mikrofonen, die hier überall verbaut sind. Eines ist auf jeden Fall hier oben eingebaut und ein anderes auch nochmal hier an der Stelle. Und dann habt ihr noch zwei am rechten Kopfhörer, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Das ist ganz cool, weil wenn Geräusche von hinten kommen, werden die dann halt trotzdem auch wahrgenommen. Wie gesagt, das hat mich in der Straßenbahn auf jeden Fall überzeugt. Das war schon ein cooles Erlebnis und um etwas zur Akkulaufzeit zu sagen, wie gesagt, ich bin nicht ganz auf die 40 Stunden gekommen, bis zu 45 Stunden gibt er sogar an, wenn man das Klinkekabel benutzt, 40 Stunden mit Bluetooth und Active Noise Cancelling. Ich bin ungefähr, wenn ich mal schätzen soll, auf 28, 30 Stunden gekommen, aber hey, mal ganz im Ernst, ich habe auch laut gehört und das reicht locker. Ich meine, das ist mehr als ein ganzer Tag. Und wenn ihr wisst, dass ihr vorhabt, so richtig viel Musik zu hören, dann könnt ihr den über Nacht auch einfach aufladen. Ich will euch auch nochmal eben was hier zu den Tasten am Lautsprecher sagen. Das sind hier einmal so eine Dreierkombination und dann noch ein einzelner Schalter hier. Bei der Dreierkombination, da könnt ihr laut und leise stellen und den Kopfhörer ein- und ausschalten. Und wenn ihr den Ein-Ausschalter lange drückt, dann geht er in den Bluetooth-Pairing-Mode. Dieser Knopf hier, der ist dafür da, um Active Noise Cancelling zu aktivieren und es gibt drei verschiedene Modi, beziehungsweise einer davon ist aus, also Active Noise Cancelling aus, aber es gibt noch zwei andere Modi, nämlich einmal den Active Noise Cancelling, so wie ich ihn in der Straßenbahn benutzt habe, um mich halt komplett von den Leuten abzuschirmen. Und dann gibt es einen zweiten Mode, der nennt sich Transparent Mode und wenn ihr den einschaltet, dann hört ihr die Musik. Und gleichzeitig könnt ihr hören, was die Leute sagen, obwohl ihr den Kopfhörer aufhabt. Das ist an der Kasse zum Beispiel, an der Supermarktkasse gut geeignet, wenn ihr den Kopfhörer aufhabt, dann könnt ihr euch mit der Supermarktkassiererin unterhalten, wobei ich das übrigens sehr unfreundlich finde, sehr unhöflich finde, wenn man sich mit Kopfhörern auf den Ohren mit einer Person unterhält. Aber möglich wäre es, oder wenn ihr am Bahnhof steht und irgendwelche Durchsagen hören wollt, dann könnt ihr hier den Knopf drücken und könnt sofort, ohne die Kopfhörer absetzen zu müssen, auf jeden Fall hören. Zum Sound lässt sich sagen, dieser Kopfhörer macht Werbung mit Bass und der kommt tatsächlich sehr gut raus. Ich höre normale Popmusik und auch ganz gerne Hip-Hop oder Rap und dafür sind die hier sehr, sehr gut geeignet. Ich höre tatsächlich zwischendurch auch mal Klassik. Das ist okay, weil ich halt tatsächlich auch auf voluminösen Sound auch in der Klassik stehe. Ich denke, jemand, der klassische Musik hört und so richtig den Konzertsaal in sich spüren möchte, der hat hier vielleicht ein paar zu viele Tiefen, aber ansonsten die Höhen, die Mittelwerte, die sind auf jeden Fall auch da. Das ist ein cooler Popmusik-Kopfhörer auf jeden Fall, also für Party bzw. Party am Ohr ist er sehr, sehr gut geeignet. Er ist vor allen Dingen geeignet, wenn man einen qualitativ guten Kopfhörer haben möchte. Denn die Verarbeitung, wie gesagt, die macht richtig was her. Die ist richtig toll. Hier, hört mal eben. Ja, man hört hier so ein Knacken. Und auch hier, das hängt damit zusammen, dass hier halt das Ganze so aufgehängt ist. Ansonsten, kein Knarzen, kein gar nichts. Die sind richtig gut verarbeitet. Die Soundqualität ist richtig gut. Ich kann euch übrigens leider den Sound nicht vorführen. Es gibt einige YouTuber, die führen euch dann, die zeigen euch dann Musik irgendwie, während sie die Kopfhörer tragen. Aber mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, also ihr wisst nicht, welches Mikrofon habe ich benutzt. Ich weiß nicht, wie hört ihr gerade dieses Video? Das hat also keinen Nennwert. Glaubt mir, dass so die Kategorisierung der Klangkurve ungefähr richtig ist oder dass ich sie auf jeden Fall so empfunden habe. Aber dazu kann ich weiter nichts sagen. Ansonsten, wie gesagt, ist er geeignet für alle, die etwas Günstiges suchen, für den Arbeitsweg eventuell und
einfach einen guten, einen richtig schön verarbeiteten Kopfhörer haben wollen. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, der Kopfhörer gefällt euch. Ihr könnt ihn bestellen. In der Videobeschreibung ist der Link zu Amazon. Klickt da gerne drauf und bestellt ihn euch. Da macht ihr tatsächlich bei dem Gerät absolut nichts falsch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, stay smart.